Jetzt wollen wir sowas machen. Ja, und ab. Läuft. Dann zeigst du die erste. Die Kunden warten. Das ist jetzt das letzte Mal. Ich glaube nicht mehr. Ja, aber auf dieses Handy. Ja, gut. Von Anfang an. Das kommt jetzt Kapitel 5. Aber die Galle. Wo ist die Galle? Ist das die Galle? Wir drehen. Okay. Kenn ich mir nur einen Pony oder zeige ich meine Denkerstirn? Ach. So, meine Damen, 6 Tage werden wir gehen wieder. Tschüss. Oh, wie, der Sommer, wie siehst du denn heute aus? Oh, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Der Kleine hat die ganze Nacht gekotzt. Um 12 hat er angefangen und jetzt musste ich ihn alleine zu Hause liegen lassen. Da hat man so ein blödes Gefühl dabei. Ja, du wärst du doch eigentlich jetzt doch gar nicht erst gekommen. Ach, du weißt doch ganz genau, im Juni hat er die Masern gehabt. 3 Wochen war ich zu Hause. Der Alte hätte mich fast rausgeschmissen. Ich kann doch nicht jetzt schon wieder wegen dem Kind zu Hause bleiben. Und wenn man allein ist und aufs Geld angewiesen ist, was willst du denn da machen? Ja, stimmt schon. Da geht's dir genau wie mir, weißt du, seit ich alleine bin und mit den 3 Kindern irgendwas passiert, dann weiß ich auch immer nicht, was ich tun soll. Ach, weißt du, mit den Kindern ist das überhaupt so eine Sache. Ich hab da richtig ein schlechtes Gewissen. Wenn ich daran denke, dass ich abends nach Hause komme und völlig erschlagen bin und am liebsten nichts mehr hören würde, dann kommen die mit ihren Problemen und wollen mir allein erzählen und ich bin dann so nervös und dann schrei ich mit ihnen und dann scheuche ich sie ins Bett. Und weißt du, was gebe ich eigentlich den Kindern? Morgens ist es genau dasselbe, nicht? Dann muss ich also dafür sorgen, dass sie schnell ihr Frühstück einhaben und dann scheuche ich sie in den Kindergarten, weißt du, was gebe ich eigentlich den Kindern noch? Guten Morgen, guten Morgen. Herr Schikanski, ist die Ware schon in die Regale gepackt worden? Soweit ich gesehen habe, ja. Gut. Ja, dauert das noch? Sie können mir helfen. Ja, ja. Ulla, die Zwiebeln, glaube ich, müssen mal aufgemacht werden. Ja, du, ich mach das gleich. Bin gleich so weit, ja? Muskeln gibt das, nicht? Und stramme Titten. So, jetzt brauche ich erstmal einen Topf Kaffee, Mensch. Ach, Ulla, weißt du, also, ich habe mich so am Sonnabend geärgert, Mann. Also, ich kam nach Hause und mein lieber Mann, mir gleich entgegen, du, wie so eine Bombe, so ein Gewitter. Ja, du sollst zu Hause bleiben, du gehst mich nicht mehr arbeiten. Ich brauche mein Essen, wenn ich von der Arbeit komme. Ich muss meine Ordnung haben. Wozu habe ich denn überhaupt geheiratet? Und alle so eine Dinger. Und ich stand da und habe ich ihm nur gesagt, hör mal, wie sieht denn am Monatsende aus mit unserer Miete und so. Und ich weiß wirklich nicht, was ich noch jetzt machen sollte. Mensch, also weißt du, Mädchen, lass dich jetzt bloß nicht unterbuttern von deinem Mann. Wenn du jetzt nachgibst, dann hast du deine Selbstständigkeit sehr bald verloren. Ich bewundere dich überhaupt, dass du das alles schon so kannst, wo du so jung verheiratet bist. Wenn ich daran denke, wie ich früher war, weißt du, also
als ich jung verheiratet war, du, da habe ich also mein Baby erwartet und habe dann auf meinen Mann gewartet, habe also mit dem Kochtopf voller Essen da gestanden, habe mich mit der Wäsche beschäftigt und habe mich so gelangweilt, habe ich mir einen Lesezirkel abonniert. Hab da drin gelesen, also von hinten bis vorne, wisst ihr, also Kreuzworträtsel geraten da drin und alles Mögliche. Und kannst du dir das vorstellen? Ich habe also beim Wäschestopfen, wisst ihr, da habe ich so ja die Taschentücher gestopft, weil ich ja nicht wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und ich glaube, also der Ansicht, wisst ihr, wenn du jetzt nachgibst deinem Mann gegenüber, dann drückt der immer wieder, weißt du? Und denk doch mal daran, du arbeitest doch auch für die Miete mit. Und also mach bloß nicht den Fehler und gib jetzt nach und hör auf zu arbeiten. Du, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Weißt du, wenn ich daran denke, als ich mich dann so langsam selbstständig gemacht habe in meiner Ehe, da gab es so viele Kämpfe zwischen dem Horst und mir. Und das hat dann ja dazu geführt, dass wir uns haben scheiden lassen, weißt du. Und wenn du das jetzt mit deinem Mann richtig anfängst, weißt du, dann kommt das erst gar nicht so weit. Sie wollten mich sprechen? Ja, bitte nehmen Sie Platz. Herr Schipanski, ich schätze Sie als einen sauberen und korrekten Mitarbeiter. Wie Sie wissen, werde ich in nächster Zeit des Öfteren nicht hier sein. Ich habe sehr viel zu tun mit der Einrichtung meiner neuen Filiale. Und Sie wissen auch, dass man Frauen, die so ohne Aufsicht sind, soll man sagen, die könnten auf andere Gedanken kommen. Verstehen Sie mich? Verstehen. Aus diesem Grunde, Herr Schipanski, habe ich mich entschlossen, Ihnen 100 Mark rückwirkend zu Ihrem Gehalt zuzulegen. Ich verstehe. Es freut mich, dass Sie mich verstehen. Nur um eins bitte ich Sie, Herr Schipanski, reden Sie nicht drüber. Danke. Na, was hat denn der Alte von dir gemacht? Was machen Sie denn hier, Frau Lamme? Ich glaube, im Laden gibt es genug für Sie zu tun. Ich komme da eben in den Gang, will bloß eine Zigarette rauchen, steht der Schipanski da, motzt mich an. Frau Lange, haben Sie nichts im Laden zu tun? Ich denke, ich höre nicht recht. Was ist mit dem los? Der spielt ja plötzlich Chef. Du, Helga, hör mal zu, ich muss dir mal was erzählen. Der Kleine fängt schon an, uns anzutreiben. Der hat Fanny Ulla angeschissen. Darf doch nicht wahr sein. Wie kommt denn der dazu, sag mal? Der war heute früh beim Chef im Büro. Kann sein, dass er unser Aufpasser geworden ist. Was? Wozu brauchen wir einen Aufpasser, sag mal? Viel plus noch, dass der Chef ihm dafür extra Geld gibt. Sag mal, gibt's denn keine Möglichkeit, dass wir im Lohnbuch nachgucken können? Ja, sowas können wir nicht machen. Helga, sowas muss man machen, wenn man sich wehren will. Helga, ich glaube, der Alte ist essen. Komm, wir gucken mal schnell nach, ob wir das Buch finden. Ja, weißt du wo? Nee, guck mal, da ist es. Hast du es? Pass mal auf, Klappe. Pass bloß auf, Mensch. Warte mal, mach. Ja, Klappe, da ist es ja schon. Da, 150 Mark kriegt der mehr als du. Sarah, wieso kriegst du 150 Mark? Ja, jetzt hat er nochmal 100. Für was, 100 Mark, wo du hier... Ja, wo der beim Alten drin war. Das muss so ein Gespräch da irgendwie gewesen sein. 150 Mark? Ja, aber guck doch mal hier. Der Lochmann kriegt auch 50 Mark mehr als Janine. Wie findest du denn das? Das kommt ja wieder aus. Das kommt jetzt mit den anderen. Da müssen wir was unternehmen. Auf normalen Wege hätten wir das nie erfahren. Es ist ganz gut, wenn man mal hinter die Kulissen schaut. Okay. Na, so ganz schön ist ja mit den Preisen noch nicht zu klappen. Ich löse sie mal ab, ja? 4,60 Mark, danke.
den Kugelschreiber weggenommen. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich einen neuen habe. Was sind noch den inzwischen? Nein, lass mal, ich habe schon gefunden. Hast du es vorhin mitbekommen, dass ich mit der Edda im Büro war? Nee, was hast du denn da gesehen? Da, pass mal auf, wir haben in den Büchern nachgeguckt und da haben wir das Lohnbuch gefunden. Und da habe ich festgestellt, und die Edda, dass wir in den Büchern, also dass der Schimpanski und überhaupt die Männer mehr Geld verdienen als die Frau. Also, das ist ja ein Ding. Ja, also können wir uns nicht gefallen. Also erstmal bekommt er 100 Mark mehr für die Aufpasserrolle. Deshalb war der so verändert. Ja, vor allem sollen wir uns das gefallen lassen. In den Fabriken ist das schon so, das weiß jeder, dass die Frauen da weniger Geld verdienen. Ja, aber nicht jetzt noch bei uns. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen. Ja, vor allen Dingen macht er doch dieselbe Arbeit wie wir. Ich sage ja, ich mache meine Arbeit, bin korrekt, bin genauso hier wie jeder andere, wie die Männer in der gleichen Zeit und alles. Und warum soll der mehr verdienen? Nee, das sehe ich auch nicht ein. Ich brauche schließlich auch mein Geld, genauso wie der. Hast du mal zwei Tüten für mich? Ja, gebe ich dir gleich. Weißt du, was mir zu unserem Gespräch noch eingefallen ist? Ich habe mich früher als Kind schon immer geärgert, dass die Mädchen immer nichts sich erlauben durften und die Jungs alles. Die wurden ja schon immer bevorzugt, die Jungs. Mami, guck doch mal, was ich kann! Was machst du denn da? Kommst du wohl mal da runter? Das ist doch nichts für Mädchen. Du bist doch kein Junge. Auf zum Kampf, so, hast du schon Bestellung gemacht? Ich muss nämlich heute ausgehen. Sag mal, du bist doch in der Gewerkschaft. Ja. Kann die nicht was für uns unternehmen? Die hat schon was für uns unternommen. Wann denn? Vor 5 Jahren damals. Na und jetzt? Jetzt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt so gut. Du, hör mal, da kann die doch für uns was machen. Da musst du die neue Tarifrunde auch machen. So lange nicht. Da gehen wir selber zum Chef. Das machen wir jetzt selber. Das unternehmen wir selber. Gut. Ach Mensch, diese verfluchten Kisten, die machen wirklich einen zu schaffen. Der ganze Rücken tut mir schon weh, Mensch. Und aus sind durch auch schon besonders was. Mensch, deine Probleme, die möchte ich haben. Na, ist doch wahr, Mensch. Ich möchte wirklich nicht nach Hause kommen, aussehen wie so eine Vogelscheuche. Außer in der Arbeit ist viel zu schwer. Diese verfluchten Kisten, das macht doch keinen Spaß mehr. Ist doch keine Arbeit. Also du meinst, wir müssen jetzt was unternehmen? Da bin ich sehr dafür. Unbedingt. Da müssen wir uns aber auch alle einig sein, das ist doch klar. Da hätte ich schon meine ersten Bedenken. Oh, und die wären? Wegen Janine. Ach, also Janina, warum hast du immer was gegen Janina? Weil ich finde, sie hat absolut nicht unsere Probleme, weder deine noch meine oder überhaupt welche. Die kann sie aber ganz schnell haben, wenn sie eines Tages auch mal alleine ist, so wie wir. Außerdem finde ich, sie ist ein völlig oberflächliches Ding. Weißt du, sie kommt her, kämmt sich ihre Löckchen, nochmal die Löckchen und so weiter. Dann macht sie ein bisschen Arbeit und dann geht's abends wieder nach Hause. Weißt du, da könnte ich ja wirklich sauer werden, wenn ich deine Einstellung so höre. Sag mal, du weißt ganz genau, wir müssen was unternehmen und wir können dabei nicht auf Janina verzichten. Wir müssen das alle gemeinsam machen. Und dann verstehe ich nicht, dass du so über Janina urteilst. Hast du dir überhaupt schon mal die Mühe gemacht, Janina mal zu erklären, was wir hier eigentlich vorhaben? Ich finde, du liegst mit deinen Bedenken auf einem völlig falschen Dampfer. Der zittert so schön mit ihrer Zigarette. Na Süße, wie wär's denn mit uns heute Abend mal? Mensch, willst du mich jetzt etwa einkaufen mit deinen 50 Mark, die du mehr kriegst? Vielleicht. Nee, nee. Na, hast du schon einen neuen Tröster gefunden? Hey, Helga! Mensch, wir haben doch ganz andere Sorgen, als um den Mann zu streiten. Habe ich richtig gehört? Betriebsausflug soll sein? Ja. Wie finde ich denn das?
Na Mensch, ist doch mal was Schönes. Ach Mensch, 50 Mark wären mir lieber. Damit wieder uns bloß eingefallen. Das sind schicke Stiefel. Guck mal, 25 Mal, das ist ja toll. Ja. Ja, jetzt ist ein bisschen zu warm dazu. Nicht? Aber zum Winter kann man sich kaufen. War nicht so toll. Ja, bestimmt. Schick. Was ist denn mit dir los? Lass dich nicht gesehen, Mensch. Der Chef hat ja hier rein. Ja, sag mal, du hast doch Pause. Setz dich wieder hin. Du hast genauso Angst wie früher. Brauchst du doch nicht haben, sag mal. Brauchst doch wirklich keine Angst zu haben. Also. Ja. Setz dich hin. Wenn der Chef nicht dabei ist, dann spuckst du große Türen und jetzt fällst du wieder zurück. Setz dich hin. Ja, steht alles da. Okay. Mach's gut. Was trinkst du denn da heute? Tomatensaft. Ach, so gut für die schlanke Linie, was? Na, teuer genug habe ich ja bezahlt. Die 4%, die der Chef uns gibt, das ist wohl ein Witz von ihm. Na du, weißt du, ich habe mir mal die Mühe gemacht, auszurechnen, was ich so in dem Laden hier lasse, wenn ich hier einkaufe. Du, das ist mehr als die Hälfte von dem, was ich eigentlich wirklich verdiene. Das schmeiße ich dir alles in den Rachen. Weißt du, wisst ihr was? Wir haben jetzt eine neue Wohnung, ne? Hm? Und weißt du, wer der Besitzer ist? Unser lieber Chef. Ei. Ja, und die 600 Mark, die ich hier verdiene, da kann ich gleich 300 Mark von abgeben. Da kann er gleich sich hier einbehalten und nur 300 mir geben, wa? Was glaubst du wohl, wie der zu dem Haus gekommen ist? Bis weil er uns alle unterbezahlt. Deswegen kann er das Geld scheffeln. Und das mit der zweiten Filiale, das läuft nämlich ganz genauso. Naja, aber fleißig war er doch gewesen, oder? Ach Mensch, was heißt denn hier Fleiß, Mensch? Wer hat denn hier geackert, du? Du hast die Kisten geschleppt und wir haben die Kisten geschleppt. Wir haben doch alle gearbeitet wie die Teufel und mussten uns manchmal von den Kunden noch dusselig kommen lassen. Und dabei dürfen wir dann auch noch freundlich sein. Wisst ihr, im Grunde genommen haben wir doch hier diesen Profit erarbeitet dafür, dass er sein neues Geschäft eröffnen kann. Ich habe mir schon so überlegt, eigentlich müsste das Geschäft uns gehören. Naja, das passt schon. Da waren also drei Eier zu wenig drin. Ganz schlimm war das. Also wie so eine ganz getrocknete. Also den Kuchen backe ich nicht selber, es tut mir furchtbar leid, aber dafür kann ich nur wissen, was bei der Firma da ist. Überall schwer, aber, ja, aber wie gesagt, den Kuchen stellen wir nicht selber her. Nee, dafür kann ich nicht. Bitte, ja, wollte ich da unten einen nehmen, ja? Nein, also an uns liegt das nicht. Doch, auf keinen Fall, nein. Also, ich könnte nicht sowas sagen, nein. Sagen Sie, hier liegen keine Tüten mehr. Können Sie mir sagen, wo die sind? Ja, kleinen Moment, darf ich erstmal kassieren, ja? Dankeschön. Ja, sicher, aber ich habe doch auch schon bezahlt, also ich werde auch eine Tüte haben. Ja, aber ich kann jetzt nicht einfach hier auf einen kleinen Moment, ja? Warten Sie doch mal einen kleinen Moment, ja? Das nächste Mal wieder bei Ihnen beschweren. Also, wenn ich die Sache so bedenke, ich finde, wir sollten wirklich zum Chef gehen. Ich habe vergessen zu erzählen. Ich habe mit der Helga gesprochen. Ja. Die Helga macht voll mit. Mensch, prima. Also eigentlich, wenn ich auch so denke, habt ihr doch recht. Wir müssten doch mal zum Alten hin, Mensch. Ja, überleg doch mal. Ja. Wir sind 8 Stunden im Laden, genau wie die Männer. Wir schuften genauso schwer wie die Männer. Und was verdienen wir? Bedeutend weniger als klar. Die. Ich finde das ungerecht. Ich meine, wir sollten uns das wirklich nicht länger gefallen lassen. Nee, hast du vollkommen recht, Ulla. Wenn ich das so sehe, möchte Lochmann wirklich auch 50 Mark mehr. Für die gleiche Arbeit, die ich auch mache, Mensch. Das finde ich ja unheimlich beschissen. Also Mensch, ich meine doch, Edda. Geh zu Helga und hol die jetzt. Wir gehen zum Chef. Mensch, aber was passiert denn, wenn der Chef uns Schwierigkeiten macht? Mensch? Dann streiten wir. Streit bleibt Streit, aber was machen wir denn, wenn er uns tatsächlich vor Gericht schleppt? Ach Mensch, du hör mal, das kann er sich doch überhaupt nicht leisten. Wir sind jetzt am Drücker, weißt du? Und der wird heilfroh sein, wenn er uns wieder hat.
Die Kunden warten. Lass doch die Kunden warten. Komm. Wir sind soweit. Komm, gehen wir. Haben Sie denn draußen nichts zu tun? Bitte, bitte, wenn Sie ein Anliegen haben, kommen Sie bitte einzeln zu mir rein. Ja, das geht uns aber alle an. Wie wäre es denn, Herr Wagner, wenn wir mal das gleiche Geld bekommen würden wie die Männer? So, wie meinen Sie denn das? Erklären Sie uns doch mal, warum wir Frauen weniger verdienen als die Männer. Obwohl wir alle die gleiche Arbeit machen. Na, Sie werden doch schon übertariflich bezahlt von mir. Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass wir ganz genau wissen, dass Ihre zweite Filiale da draußen auf letzten Endes auf unsere Knochen aufgebaut worden ist, Herr Wagner. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein ganz mieser Schmarotzer. Na, Sie haben das gerade nötig, Frau Lange, mir das zu sagen, mit Ihren Kindern, die alle nasenlang krank sind. Wollen Sie es etwa unsere Kinder vorhalten? Sie sind entlassen. Bitte raus. Was? Die Ulla soll entlassen werden? Was macht sie denn dann? Das sind vielleicht Methoden. Wissen Sie was, Herr Wagner, ich will Ihnen das mal sagen. Wir gehen jetzt alle und kommen erst wieder, wenn Sie unsere Forderung, nämlich das gleiche Geld für die gleiche Arbeit, die wir machen, erfüllen. Los, Kinder, ja, kommt, wir gehen. Ist denn das die Höhe? Die Haarstropfen! Hallo, kommt denn hier niemand? Kommt denn hier keiner zur Kasse? Wir haben vielleicht eine Ausdauer hier, das verstehe ich auch nicht. Ich muss noch mal hier jemand da haben. Kommt einfach keiner. Entweder lassen wir Wangi stehen oder wir gehen so raus. Was kommt jetzt? Nee, du warte du auch, Mensch. Der Papa hat's auch ehrlich. Ich auch. Steht draußen im Auto, Mensch, dürfen wir auch nicht stehen. Aber die 10 Mark, die geben wir hier weiter, Mensch. Bedienung! Warum kommt denn hier niemand? Ist ja draußen. Kommt doch hier keiner. Komm mal, Alice. Hallo! Kommt denn da niemand? Ja? Nee, wir warten doch auch alle. Naja, was ist das für ein Saftladen? Leute müssen doch hier kommen. Das ist ja furchtbar. Hab ich ja noch nie erlebt. Hallo Chef, um mich geht's denn hier nicht weiter? Da ist ja alles voll. Ja. Krasse hier alles. Kinder, ich hab denn sowas? Ich hab einen Todesfall, hab ich hier. Da kommen Sie ja endlich. Ich mache hier auch nur die Arbeit von Frauen. Dauert ja nicht so lange. Naja. Doch nicht dauert es halt. Ihr Mund hoch. Nee. Ja, Moment. Immer mit der Ruhe, junger Freund. Ja? Hier wollen Sie Ihre Tüte. Natürlich. Das ist ja auch. Kosten ja. Bei einem Sonderangebot. Danke. Vorsichtig mit, nicht wahr? Kostet alles mein Geld. Die Kekse? Na ja, nur los darin.
So, wo hatten wir den Brandkeks hier? Den Brand? Ja. Der liegt da jetzt wieder oben. Selbst machen. So, nun bringen Sie doch mal schon her. Na, los doch. Ja, hier. Na, los doch. Ja, ja, was soll ich denn damit? Nee. Also, hier, schieben Sie mal den hier. Ja? Ja. Hier? Ja. Nein. Doch. Ja, klar. Da. Nee. Doch. Gott, hier nun los doch. Machen Sie doch mal erstmal da vorne. Ich kann auch noch gehen Sie doch einfach da vorne hin. Donnerwetter nicht nochmal. Du bezahl ich Sie denn? Weiß ich auch nicht. Sie sehen doch, dass mich die Frauen ihren Stich gelassen haben. Hätten Sie eben mehr zahlen sollen. Sie wissen ja, dass es keine Leute gibt. Wenn Sie welche kriegen würden, für diesen Lohn bestimmt nicht. Ja, aber sagen Sie, was mache ich? In meinen Laden? Es ist ja gut, dass ihr Porto schafft, wenn wir uns einig sind, nicht? Ja. Ja, nur los, mach das, ich weiß nicht. So, haben Sie keinen Besen? Nee. Na, da holen sich eben. Ja, ich hab nie aus, wir haben doch die Frauen gemacht. Herr Schipanski, kann ich sagen, morgen früh haben die Frauen hier aufzuräumen, das muss wie geleckt aussehen. Wenn der Laden aufgemacht wird, muss es wieder picobello aussehen, kann ich Ihnen sagen. Also mal, die kommen ja morgen gar nicht. Für das Geld werden die auch nicht wiederkommen. Da müssen Sie schon verhandeln. Doch du kannst.